Feder sind Unterorder. Feder drehen ein. Und da ist die 5 Turbo Daylight im Galopp. An der Innenseite geht BBS Mandarino vor der 2. Von außen kommt Quicksilver. Und Ghetto Blaster ist hinter Quicksilver, hat also diesen Start, wie er sich gewünscht hat, nicht optimal lösen können. Und ist in der Luft. Ghetto Blaster in der Luft. Parsi IQ, der selbsternannte Favorit, ist hier schon mal heraus. BBS Mandarino ist vorn gegen die 2 Pine Alone. Dann ist die 7 Quicksilver dabei und die 4 Obama Gel. Wo sind die anderen? Wo sind die vermeintlichen Favoriten? Und da kommt die 14, da kommt Ludwig Colgini, da kommt Elliot Hall, der marschiert da auf, als ob es keine Gegner gäbe. Elliot Hall taucht jetzt da außen auf, ist jetzt zweites Pferd, ist jetzt gleich bei BBS Mandarino angekommen. Wird er da verhalten oder wird er da vorbeifahren? Der wird vorbeifahren, das denke ich mal. BBS Mandarino an der Außenseite ist Elliot Hall zur Stelle. Elliot Hall übernimmt das Kommando nach einer gelaufenen Runde. Ludwig Colgini mit der 14 an der Spitze gegen die 1. 14-1, dann ist Pine Alone dabei an der Außenseite. Ist die 10 Indigo Broline. Indigo Bolan ist das zweite Pferd an der Außenseite. Die 14 ist locker vorn. Die 14 Elliot Hall, dahinter die 1. BBS Mandarino, Pine Alone, flankiert von Quicksilver. Und im Rücken von Quicksilver, da muss jetzt Orcus von Sidmore zufahren. Das macht er jetzt, kommt mit der 10 Indigo Broline. Indigo Broline mit dem Angriff auf Elliot Hall. Und da ist Elliot Hall in der Luft. Elliot Hall kann den Angriff nicht kontern. Und dadurch ist jetzt Indigo Broline vorn. Heieiei, da muss Ludwig Colgini. Das war wieder eine Aktion und da wird man sich gesagt haben, was war das denn von Colgini? Okay, Indigo Broline ist vorn. Indigo Broline und jetzt kommt Pitch Command. Es tut sich hier eine Menge. Pitch Command, die 11 ist vorn gegen Indigo Broline und jetzt kommt Spring Aerom. Spring Aerom, dahinter sehen wir Caesar Sonna in guter Position auch noch. Und Mühe jetzt bei der 10 und Spring Aerom rückt da auf. Spring Aerom, Pitch Command vorne mit 2-3 Längen Vorsprung, aber Spring Aerom kommt heran und wird stärker. Spring Aerom, dahinter fällt Indigo Broline zurück, dagegen kommt jetzt Caesar Sonna weiter. Spring Aerom fast im Rücken von Pitch Command. Pitch Command macht einen starken Eindruck da. Örjan Schielström mit Pitch Command, die habe ich gesagt, das wird noch nicht reichen beim zweiten Start nach der Pause, aber der geht wie ein Bulle. Pitch Command, jetzt Spring Aerom dran. Und da kommt Spring Aerom und schaltet nochmal einen Gang hoch. Spring Aerom, die 15 gegen Pitch Command und Spring Aerom ist im Vorteil und setzt sich hier ab. Spring Aerom, Pitch Command kann dann nicht kontern. Spring Aerom, Björn Gub gegen Pitch Command, Kampf ums dritte Geld, Spring Aerom ist da, Pitch Command und an der Außenseite, ja, da kommt er tatsächlich noch, Ghetto Blaster, dieser fehlerhafte Parsi IQ, ja Mann, da hat er sich noch ein bisschen entschädigt, das ist ja eine tolle Leistung auch von Ghetto Blaster gewesen, aber Spring Aerom gewinnt hier das Rennen gegen Pitch Command, 15-11 und dann Parsi IQ im Finale noch vorbei an, glaube ich, ist das Winning Love gewesen. Tolle Leistung von Spring Aerom und natürlich auch von Fahrer Björn Gup. Was für ein Rennen. Tolles Rennen. Und tolles Rennen auch von Ghetto Blaster. Parsi IQ hat es da einfach nicht hingekriegt, sein Pferd glatt aus der Start
Position zu bekommen, machte sich der Bogen schief. Er war nicht geduldig genug wahrscheinlich. Aber es lässt sich natürlich von außen immer wunderbar sagen. Der Fahrer wird es wissen, woran es denn gelegen hat. Aber so ein dritter Platz und 100.000 Kronen als Trostpreis sind ja auch nicht so schlecht.